Die Aktie galt lange Zeit als die Langfristanlage. Allerdings muss man ganz nüchtern feststellen, wer vor 10 Jahren Aktien gekauft hat, der hat in diesen 10 Jahren per Saldo kein Geld verdient, außer man hat ein glückliches Händchen beim Traden. Bei mir Dr. Mirko Hecker von der Wolf & Hecker Finanzconsulting AG. Glauben Sie denn noch angesichts dieser doch schlechten Performance in den vergangenen 10 Jahren an die Aktie als Langfristinvestment? Ein ganz klares Ja. Zunächst mal muss man bei den Daten, die Sie jetzt anführen, beachten, dass es sich hier um die Wertentwicklung der großen Indizes handelt. Der DAX hat in der Tat die letzten 10 Jahre eine durchschnittliche Performance von ungefähr nur 1% pro Jahr erwirtschaftet. Beim Eurostoxx 50 sieht es sogar noch schlechter aus. Da waren es -2% die letzten 10 Jahre. Da bin ich also voll bei Ihnen. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Entwicklung des MDAX anschaut, sieht die Performance sehr, sehr viel besser aus. Wir hatten hier die letzten 10 Jahre +7%, sogar etwas darüber. Pro Jahr wohlgemerkt. Also hier gibt es eine deutliche Spreizung, was die Wertentwicklung angeht. Und insofern gibt es nach wie vor Möglichkeiten, mit Aktien Geld zu verdienen. Und vor allen Dingen, aber das kann man auch festhalten, Trader waren zuletzt durchaus im Vorteil. Ja, also wenn man sich die Volatilität und die Entwicklung der Volatilität anschaut, ist es so, dass man die letzten etwa 15 Jahre hier einen deutlichen Anstieg gesehen haben, wenn man das mal nur an dem VDAX messen möchte. Wir haben hier etwa die doppelt so großen Ausschläge, wie das noch vor 1998 der Fall war. Wir haben allein in den letzten 15 Jahren rund 6 Crashs erlebt, so mehr als die letzten 50 Jahre in Summe zuvor. Und da waren Trader sicherlich deutlich im Vorteil, wenn sie diese starken Kursschwankungen für sich günstig ausnutzen konnten. Welche Argumente sprechen denn aktuell für die Aktie, welche denn eher dagegen? Es sind die gleichen eigentlich wie immer. Unternehmen müssen langfristig gesehen eine Überrendite erwirtschaften, also eine Rendite, die über der Verzinsung von risikolosen Anlagen liegt, sonst scheiden sie aus dem Markt aus und haben keine Daseinsberechtigung mehr. Daran hat sich natürlich nichts geändert. Das wird auch künftig so sein. Die letzten Jahre haben natürlich stark externe Faktoren, die Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise, andere Krisen immer wieder natürlich das fundamentale Bild von Aktien nachhaltig mit beeinflusst und haben so natürlich auch negativ die Kurse beeinträchtigt. Immer wieder, um da nochmal dran anzuschließen, wird ja auch behauptet, dass die Aktie ein guter und ausreichender Schutz vor einer galoppierenden Inflation sei. Wahrheit oder Ammenmärchen? Ich teile die Einschätzung, weil wenn man sich mal anschaut, es gibt Unternehmen wie Allianz, Münchner Rück oder Siemens, die bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts an der Börse notiert sind. Die haben 2 Weltkriege überstanden, 2 Währungsreformen, Naturkatastrophen, die Unternehmen gibt es heute noch. Insofern ist die Überlegung, dass Aktien, die ja eine Investition in Substanz darstellen, natürlich auch in gewisser Weise als Schutz vor Inflation gelten können, neben anderen Anlagen wie sicher Rohstoffe oder auch Immobilieninvestments. Untersuchungen haben genau das auch bestätigt in Jahren, zum Beispiel der beiden Erdölkrisen in den 70er Jahren, dass Aktien hier sogar eine sehr positive Performance aufweisen konnten. Also haben wir hiermit einen ganz klaren Befürworter der Aktie als Langfristanlage mit Dr. Mirko Hecker. Herzlichen Dank für das Gespräch.